Servus, Freunde. Mir wurde über Nacht der andere TikTok-Account gelöscht. Deshalb war ich gestern auch nicht mehr live. Ich kann zwar hier noch live kommen, aber für zu viele Verschwörungstheorien wurde ich wahrscheinlich gesperrt. So, weil auf dem anderen Kanal ja grundsätzlich nur solche Sachen hochgeladen wurden, sind ab und zu was Privates noch und das war's. 1200 Abonnente weg. Und ich glaube, wir waren jetzt gerade so auf den 9000 Likes weg. Das Kleingeld, was ich erspielt habe, weg. Ja, also das ist schon sehr hart. Weil ich betrachte das jetzt mal so. Für das, was ich an Hate und Beleidigungen und alles bekomme, die stehen jetzt noch in dem Scheiß-Chat überall drin. Die muss ich selber raussperren, rausmachen oder wie. Aber solche Sachen, Videos und so weiter, ohne Begründung, ich habe noch nicht mal irgendwas, noch nicht mal ein Feed mehr übrig von meiner alten Sache. Das waren weit über 100 Videos. Da ging es um Chemtrails, da ging es um alles Mögliche, alles, was man sich nur vorstellen kann. Aber es war keine Gewalt oder sonst was drin. Dafür stehe ich nicht. Niemals. So viel dazu. Ich habe einen neuen Account nochmal gemacht. Patrick Göttel, mein richtiger Name. Servus ist mein richtiger Name. Und da werde ich weitermachen. Ich werde weitermachen. Jeder, wo mich abonniert hatte und weiterhin diese Videos möchte, geht auf diese Seite, Patrick Göttel, liked, abonniert, ich komme wieder. Und wenn sie mich auch wegsperren würde, ist mir auch scheißegal. Ich komme dann auch wieder und dann noch stärker. Ist mir scheißegal, ich werde dann auch nicht aufgeben. So, Freunde des TikToks, das war so viel dazu. Nun kommen wir zum Fußball. Erfreuliche Nachrichten, die Elversberg-Karte gehen jetzt raus. Die sind jetzt anscheinend auch unterwegs. Das heißt, eine Karte habe ich jetzt schon mal safe. Mein Freund hat auch schon eine Karte. Jetzt muss man noch meine Frau unterbekommen. Ich brauche eine Elversberg-Karte. Ich bin bereit, natürlich eine anzunehmen, falls jemand eine hat, die er nicht mehr braucht. Egal ob im Elversberg-Block oder im FCK-Block. Ist egal, wir nehmen sie. Ich wäre sehr dankbar, wenn sich Leute melden würden. So. Dann zum Training gestern. Das war einfach nicht möglich mehr. Das Wetter hat sich so rapide nochmal umgeschlagen. Wir wollten sogar mit den Hunden rausfahren. Das war nicht mehr möglich. Es war absolut alles stillgestanden hier. So viel dazu. Wir konnten es leider nicht hinrichten. Es tut uns leid. Diese Woche gibt es auch kein öffentliches Training mehr. Das war's. Es geht jetzt dann auf nach St. Pauli. Und dann hoffen wir, dass die Jungs auch da oben gewinnen. Wenn das Wetter wieder so scheiße ist, werde ich definitiv einen Livestream hier machen auf TikTok und wir werden das live uns auch reinziehen, das Spiel. Und jeder, wo nicht dabei sein kann bei dem Spiel, kann dann bei mir dabei sein. Jawohl, Leute. So, wir wollen unser Jungs ja auch von egal wo unterstützen. So. So viel dazu. Dann könntet ihr noch ein Abo auf dem YouTube-Kanal hinterlassen. Jeder, wo meine Videos verfolgt. Die großen Videos, die Trainingsvideos und alles, das werdet ihr ja noch dort finden. Die sind ja zu groß alle schon für TikTok auch hochzuladen. Zumal TikTok eigentlich nicht unsere Hauptplattform sein sollte. Nun wirklich, muss man sagen, hat sich das Blatt gewendet. TikTok läuft halt ein bisschen besser jetzt mittlerweile wie YouTube. Aber wollen wir mal ehrlich sein, ich verdiene auf beides keinen Cent bisher. Also. Nicht, dass jemand denkt, dass ich mich so reich mache oder sonst was. Es geht auch aus dem alles eh wieder später zurück. So einfach ist das. Wir stehen ja für soziale Projekte und soziale Sachen. Also, wir werden auch definitiv nur solche Sachen versuchen zu machen. Alles, was wir an Gut zu haben, geben wir auch wieder gut zurück. Das ist Sinn und Zweck dieses ganzen Unternehmens. Wir haben die Trikots unterschrieben von der Spieler, vom Vorstand, von der Bosse. Die gehen als Spendegelder später zurück. Das heißt, haben ja noch keine Bewerbungsvideos anscheinend eingeflogen. Es hat noch keiner richtig mitbekommen, vielleicht hat es auch wirklich keiner Interesse. Meisterschaft, 25 Jahre, Trikot, komplette Mannschaft, der ganze Verein fast, der ganze Verein drauf. Und ich hätte gesagt, wer da nicht Interesse hat, ich weiß es nicht. Also, einfache Bewerbungsvideo, wer will das Trikot, warum? Und warum bist du FCK-Fan und wie lange? Ja, das langt schon. Mehr ist es nicht. So, ansonsten werde ich es versteigern und werde dann im FCK-Shop Kindersachen kaufen und gehe dann ins Krankenhaus oder in die Kindergärte, je nachdem, wo es halt gebraucht wird oder wo es auch wahrscheinlich
Bedarf gibt, was soll die Sache. Hauptsache, wir können den Kindern eine Freude machen. Spätestens zum Osterfest. Und wie gesagt, falls ich nicht mehr in dem Zeitraum im freien Fuß bin, weil mir läuft auch ein bisschen was im Gesetzliche hinterher. Und das ist auch nicht ganz richtig, aber ich kämpfe auch dagegen an und wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. So, Shoutout an alle FCK-Fans. Abonniert auf TikTok meinen Kanal, Patrick Göttel, GÖTTEL. Und dann kommen wir weiterhin solche Videos. Heute Abend um 6 Uhr bin ich bei TikTok live auf Spideys Kanal und auf Aufklärungskanal bei ihm live. Schaltet da rein, das wird sehr informativ und wahrscheinlich auch sehr lustig. Da werde ich mal ein paar Sachen auf den Tisch bringen. Spidey steht für Gerechtigkeit, für Aufklärung und für Aufwachen. Ne? Vor allen Dingen Aufwachen, meine Freunde. So, ich habe kein Schulgericht verpennt. Das nur nochmal nebenbei, weil diese Beleidigung, die ist mir gestern so oft um die Ohren geflogen. Es tut mir leid, aber komplett daneben geschossen. So, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt am besten so gut wie es geht im Sichere bei dem Wetter. Nur noch heute. Und der Wettermann hat gesagt, morgen gibt es wieder besseres Wetter. So. Das war's von mir. Spidey.